Die Situation der Familien, die heute kommen, unterscheidet sich von jenen Familien, die 2015 kamen, vor allem in dem Aspekt, die syrischen Familien hatten abgeschlossen mit ihrem Land damals. Da war klar, da gibt es kein Zurück. Die ukrainischen Familien, die heute kommen, haben nicht abgeschlossen mit ihrem Land. Die haben zu Hause noch den Papa, die haben zu Hause den großen Bruder, die womöglich kämpfen im Krieg. Diese Familien haben eine starke Beziehung und noch starke existierende Bindungen an das Land. Und das wird sich auch im Schulwesen und in den Bildungsangeboten für diese Gruppe niederschlagen müssen. Und das machen wir. Also der enge Kontakt, der besteht, der Bundesminister hat schon angesprochen, die Möglichkeiten auch zum Teil teilzunehmen an dem, was noch daheim in der Ukraine passiert. Und speziell auch die Bedeutung, die ergänzende Angebote auch in der Muttersprache, also auf Ukrainisch haben, damit man allenfalls auch noch Prüfungen oder sowas daheim machen kann für eine Perspektive später zu Hause. Jetzt ist natürlich Unterricht in der Erstsprache auch für andere Kinder, andere Herkunftsländer wichtig. Auch das ist ein Learning, das wir im letzten Jahr gemacht haben. Wir haben zum Beispiel das Bildungsdokumentationsgesetz ja neu formuliert, wo die Erfassung der Erstsprachen einen wesentlich stärkeren Stellenwert hat als früher und auch die Einbindung der muttersprachlichen Lehrkräfte ins pädagogische Team am Standort soll weiter forciert werden. Was sich auch bewährt hat und was ganz sicher ein Zukunftsmodell ist, der Bundesminister hat es erwähnt, ist das Assistenzpersonal, auch speziell das mehrsprachige Assistenzpersonal, das hier jetzt von ukrainischer Seite in den österreichischen Schuldienst herübergeholt wird. Das sind Menschen, die spezielle Kompetenzen mitbringen, nicht unbedingt pädagogischer, aber auch sozialer, auch sprachlicher Natur. Für diese Leute haben wir viel Bedarf im österreichischen Schulwesen und das ist sicher ein Modell, das für andere Phasen, andere Gruppen in Zukunft beispielhaft stehen kann. Ein anderes Learning, Deutschfördermaßnahmen sind sehr wichtig, sind prioritär, dass wir Deutschförderung aber immer in einem breiteren Kontext auch mit der individuellen persönlichen Entwicklung von Kindern sehen müssen, ist uns speziell klar geworden, auch bei den ukrainischen Kindern, die sind oft im Lehrstoff voraus ein, zwei Jahre, dort beginnt die Schulpflicht ein Jahr früher als bei uns. Das heißt, da muss man darauf schauen, dass man individuell einstuft und nicht zum Beispiel aufgrund von Deutschfördermaßnahmen automatisch eine Wiederholung hat. Auch das ist eine Sache, die wir in den aktuellen Verordnungen bereits angepasst haben. Ein ganz wichtiges Learning, wie wichtig psychosoziale Unterstützung ist an den Schulen. Dem haben wir eine ganz hohe Priorität eingeräumt, auch in den letzten beiden Jahren schon. Wir sehen Traumatisierungen, die wirken nicht nur individuell, die wirken auch immer im Klassenverband. Da brauchen auch die anderen Kinder und Jugendlichen Unterstützung und auch die Lehrkräfte. Wir haben gesehen, die Fluchterfahrungen, die Menschen aus den Balkankriegen in den 90er Jahren mitgebracht haben, sind teilweise aufgebrochen 2015. Und die Erlebnisse, die Kinder 2015 mitgebracht haben, brechen jetzt neu auf in der Konfrontation mit Kindern, die jetzt geflohen sind. Also da braucht es eine kontinuierliche Begleitung und eine Beschäftigung mit diesen Themen überhaupt in unserer österreichischen Gesellschaft. Das geht nicht mehr weg, kann man sagen. Die interkulturellen Teams, die mobilen, waren damals, die haben wir 2015 eingerichtet, waren ein großes Erfolgsmodell. Die werden jetzt, wurden weitergeführt, werden dauerhaft verankert und ausgeweitet. Ein ganz wichtiges Learning, wie entscheidend die kontinuierliche Einbindung der Eltern auch in Bildungsentscheidungen ist, und zwar auch in der jeweiligen Muttersprache. Ich habe das ganz oft erlebt. Es ist sehr schambehaftet, selbst Menschen, die schon relativ gut Deutsch sprechen, alles im Detail zu verstehen, richtig nachzufragen, auch einmal sagen zu können, ich habe was nicht verstanden, die Frage richtig zu formulieren. Da geht sehr viel Information verloren. Das Erfolgsprojekt Videodolmetsch hat der Herr Bundesminister bereits erwähnt. Das ist wirklich eine ganz wichtige Sache, dass man da auch mit Eltern in ihrer jeweiligen Muttersprache schnell, technologisch unterstützt, gut auf Augenhöhe kommunizieren kann. Und der letzte Punkt, einen großen Fortschritt, den wir gemacht haben in den letzten beiden Jahren. Wir sind inzwischen in der Lage, den Sommer viel intensiver und besser zu nutzen als vorher durch die Einrichtung der Sommerschule. Das war ja oft eine tote Zeit, die bildungsmäßig nicht genutzt wurde, obwohl viele Kinder, viele Familien durchaus bereit und sehr gerne bereit gewesen wären, diese Zeit produktiv zu nutzen. Wir haben jetzt da die Möglichkeit, in diesen zwei Wochen vor Schulbeginn gezielte Angebote zu machen für spezielle Gruppen, um reinzukommen in den Schulrhythmus, um reinzukommen auch in die Sprache, um in die Routinen wieder reinzukommen. Und wir können in diesen zwei Wochen auch ganz spezielle Angebote für spezielle Gruppen machen. Ja, soll insgesamt heißen, ich habe sehr schöne Bildungsbiografien schon
verfolgt seit 2015 Kinder und Jugendliche, die sehr gut angekommen sind hier. Jede dieser neu zugezogenen Gruppen macht Österreich reicher an Erfahrung und auch jedes dieser Krisenerfahrungen, punktuell vielleicht im Schulsystem, macht unser System besser. Wir lernen daraus und werden resilienter auf Dauer. Vielen Dank.